aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle St. Gallen ist eine Hommage an Roman Signer. Das ist auch der Untertitel, weil Roman Signer gerade 75 geworden ist. Es gibt eine Rekonstruktion von der Ausstellung, die er 1988 in der Kunsthalle hatte. Und dazu Werke von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, die sich mehr oder weniger direkt an der Arbeit von Roman Signer beziehen. Flexil, es ist eine Marke von einem Dampfkochtopf. Und die wurde damals in St. Gallen produziert, in den 50er, 60er Jahren. Und Roman Signer hat in der Firma gearbeitet und die Ventile von diesen Kochtöpfen zusammengeschraubt. Das war damals ein Hit gewesen, in den 50er, 60er Jahren. Jede Hausfrau wollte so einen Dampfkochtopf. Und den habe ich damals schon 1988 hat mir einen Text gemacht. Eine Kunsthistorikerin über das Design von dem Kochtopf. Und das hat man jetzt wieder aufgegriffen. Die Ausstellung 1988 war eine wichtige Ausstellung damals. Ich habe keine Aktion gemacht, das mache ich meistens nicht bei Ausstellungen. Das Kanu ist natürlich vorher gesprengt worden, in die Einzelteile. Das kann man eben mit einer speziellen Sprengschnur so um und alles miteinander. Das Kalk ist horizontal auf die Böckchen gelegen und dann bumm, und dann ist es auf 7 Teile am Boden gelegen. Ich glaube, Roman Signer hat dank seiner Einfachkeit und Direktheit und auch Humor sehr viel für die jüngere Künstlergenerationen vorgearbeitet. Und ich muss sagen, bei der Recherche und der Vorbereitung dieser Ausstellung, in den Gesprächen mit den jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, hat man das bemerkt, wie hoch geschätzt wird sein Werk eben von jüngeren Generationen, die alle enthusiastisch waren über die Möglichkeit, in diesem Kontext ausgestellt zu werden. Es gibt hochwertige Kunst, die null Humor hat. Es gibt auch Kunst, die total kalt ist, die aber gut ist. Also da, ich finde, Kunst muss keinen Humor haben. Unbedingt. Aber bei mir kommt einfach irgendwie geheimnisvoll in die Arbeit hinein.